Susi Brandt. Guten Abend. Die Ehe für alle ist beschlossen. Nach jahrelangen, aussichtslosen Kämpfen um die Gleichstellung homosexueller Paare ging es dann heute ganz schnell. Eine scheinbar nebenher gesagte Bemerkung der Kanzlerin, dass für sie die gleichgeschlechtliche Ehe eine Gewissensentscheidung sei, ermutigte SPD, Linke und Grüne, die Entscheidung heute ganz schnell auf die Tagesordnung des Bundestages zu setzen. Und der stimmte mehrheitlich dafür. Was diese Entscheidung für zwei Magdeburger bedeutet, weiß Isabel Hartung. Was machen eigentlich Schafe in Weinbergen? Die Antwort gibt es am Landesweingut in Bad Kösen. Die Blöker stellen sich nämlich vehement dem Klimawandel entgegen. Denn auch hierzulande bereitet der schnelle Wechsel von Hitze und schweren Unwettern Landwirten und Winzern großes Kopfzerbrechen. Und was die da genau zwischen den Reben tun, das hat Frank Nova beobachtet. Hoffen wir mal, dass die tierische Unterstützung dann auch hilft. Die Arbeitslosenquote in Deutschland ist im Juni so niedrig wie das letzte Mal 1991. Was das für Sachsen-Anhalt bedeutet, erfahren Sie in den weiteren Nachrichten des Tages. Und die hat Jens Keller. 65 Kilometer auf Schusters Rappen. Da brauchen Sie Zeit und vor allem gutes Schuhwerk. Der Finne-Wanderweg, der beginnt in Weißenfels und zieht sich bis nach Thüringen. Viel zu weit für unseren Sommer-bei-uns-Reporter Tino Wiemeyer. Deswegen hat er heute auf 1 PS gesetzt und bei den Nachbarn im Bratwurstland mal vorbeigeschaut. Und wenn der Tino es auch noch nicht weiß, ich weiß, wo er ist. Auf dem Seehäuser-Försterweg. Und egal, wo Sie unterwegs sind, auf mdrsachsenanhalt.de finden Sie alle Informationen und die ganzen Streckenverläufe, die wir Ihnen schon vorgestellt haben, noch einmal im Überblick. Marco Polo ist für die einen eine Modemarke, für andere der venezianische China-reisende Händler oder für die kleinsten von uns ein Trickfilmstar. Die Kinderserie Marco Polo war im MDR, bei Kika und im Ersten ein echter Hingucker. Und schuld daran sind auch Trickfilmexperten der Animationsfirma Motionworks in Halle, die gerade schon wieder an neuen Folgen bastelt. Die beiden reisen auch durch die Weltgeschichte. Naja, vielleicht nicht ganz. Seit Jahren sind Viktoria Herrmann und Andreas Neugeboren unterwegs in Sachsen-Anhalt. Auch morgen wieder ab 18.15 Uhr im MDR. Zwei Frauen aus dem Saale-Kreis sind in der tunesischen Mittelmeerstadt Nabeu mit einem Messer angegriffen worden. Dabei wurden die 51-Jährige und ihre 27 Jahre alte Tochter verletzt. Die jüngere Frau so schwer, dass sie operiert werden musste. Der Zustand der beiden sei aber mittlerweile stabil. Die weiteren Nachrichten des Tages jetzt noch mal kurz und knapp. Sind es Außerirdische, sogar Götter oder vielleicht doch nur Wetterphänomene? Immer wieder tauchen geometrische Muster auf Feldern auf und die Menschen drehen durch. Eine Erklärung können wir Ihnen heute liefern. Zumindest was die Linien und Muster auf den Äckern um Körnig bei Könnern angeht. Wessen Geisteskind sind Menschen, die so etwas tun? Die Zuglandschaften von Modellbauer Günther Beinert waren wirklich der ganze Stolz von Gerbstedt und auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Die Kunstwerke wurden im Februar einfach von Vandalen umgeworfen oder zertrümmert. Damit haben sie jahrzehntelange Arbeit des Künstlers zerstört. Für den 83-Jährigen ein riesiger Schock. Wie geht es ihm heute und kann er denn trotz des fiesen Rückschlags aufgehört haben? Wir haben ihn besucht. Große Regen kam heute vor allem in den nördlichen Regionen runter. Aber langsam reicht es wirklich. Ist das große Regengebiet nun durch, Susanne? Kommen dann bestimmt in der neuen Woche auf uns zu. Vielen Dank, Susanne. Ihnen einen schönen Abend ab morgen hier für Sie. Anja Petzold, wir sehen uns Montag wieder. Tschüss.